Wer hätte das gedacht? Nach über 4 Jahren Aggressionstherapie ist heute Andreas Entlassungstag. Ich war 4 Jahre lang in einer psychologischen Anstalt und habe da gelernt, wie man mit den Aggressionen umgehen kann. Andreas ist kaum wiederzuerkennen. Er ist charmant, höflich und er stinkt endlich nicht mehr nach Wurstwasser, was besonders unser Kamerateam freut. Ich freue mich ganz besonders auf meine Frau und auf mein süßes kleines Kind und natürlich auf ein schönes Stück Obst, denn es ist Obst im Haus. Andreas, erzählen Sie doch mal. In den 4 Jahren Aggressionstherapie haben Sie sicherlich auch viel über sich selbst gelernt. Und ich, oh verdammt, jetzt habe ich den Kaffee hier ausgeschüttet. Entschuldigen Sie, alles auf die neue Garnitur. Das, bitte, ich würde... Alles gut, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich sage immer, es gibt Dinge im Leben, da soll man sich nicht drüber aufregen. Ich bin seit über 4 Jahren ausrasterfrei. Es gab lediglich einen Zwischenfall im Krankenhaus, als ein Kinderchor mich besucht hat. Das war aber alles halb so wild. Auf diesem Wege einen lieben Gruß an den Kinderstörchenchor aus Wesseburen. Ich hoffe, ihr könnt bald alle wieder normal gehen. Ohne Hilfe. Relax. Take it easy. Ach, ich wollte nicht anschneiden. Es ist sehr gut, Polizeikontrolle. Auf dem Weg zu seiner Familie kommt Andreas überraschend in eine Polizeikontrolle. Das erste Mal in Freiheit wird sein therapeutischer Fortschritt auf eine harte Probe gestellt. Schönen guten Tag. Aber einen wunderschönen guten Tag, Herr Polizist. Am Kommissar Ronny, mein Name. Und auf Ronny reimt sich Pony. Alles klar, voll mit Drogen, der Typ hier. Interessant. Entschuldigen Sie. Wo soll's denn hingehen? Ich komme gerade aus einer Klinik und... Aus einer Drogenklinik? Natürlich! Keine Stunde Freiheit und schon ist er breit wie Rainer Keimert, oder was? Ich bin auf dem Weg zu meiner Familie und... Natürlich! Schön die Familie mit Stoff versorgen, was? Fahren Sie doch gleich noch in den Kindergarten, können Sie schön Marihuana anbieten. Ich will einfach nur nach Hause und meine Familie sehen. Ah, vielleicht hätten Sie vorher mal das Auto aufräumen sollen. Sieht ja furchtbar aus. Ist das ganze Zeug noch von vor 4 Jahren, oder was? Na vielen Dank, jetzt ist mein Mund wieder schief. Da habe ich 1 Jahr lang mit meinen Therapeuten dran gearbeitet. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das ganze Zeug natürlich darauf hindeuten könnte, dass da eventuell... So, jetzt muss ich dich unterbrechen. Der Kofferraum. Hast du mal die Größe gesehen? Hast du mal die Anzahlmenge an Spielzeug drin gesehen? Ja, aber ich sag mal so, der... Halt, stopp! Jetzt reicht es! Nein, nein, jetzt reicht es! Das Auto ist sauber! In der Therapie habe ich einmal in der Woche gesaugt, habe ich einmal in der Woche gewischt. Und mehr Hygiene kann ein Mensch in einer Therapie nicht haben. Was ist denn das hier überhaupt für ein Auto, junger Mann? Ich sehe keine Warnweste. Angeschnallt sind Sie auch nicht. Also was haben Sie eigentlich für ein Verantwortungsgefühl? Stopp! Kriegst deine Alte vor Schnauze! Und jetzt diskutieren wir weiter. Man muss Kritik abkönnen. Das ist nun mal so. Ich habe ja auch nicht gelogen. Es ist ja nun mal die Wahrheit. Ne? Ich werde ihn jetzt aber auch weiter mit seinen Fehlern konfrontieren. Mal gucken, wie er dann reagiert. Ich bin sauer, weil es um mein Auto geht und er sagt, ich bin angeblich nicht angeschnallt. Da ist er entweder blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. Denn jeder normale Mensch sieht, wenn man genau hinguckt, ich bin angeschnallt. Haben Sie sich jetzt beruhigt oder was? Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Ich habe ein bisschen Wasser getrunken. Es ist mein Auto. Ja, und aber das anschnallen... Halt, stopp! Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so voll mit Drogen war. Du. Meine Güte, der besteht doch bestimmt zu 7% aus Wasser und zu 95% aus Marihuana. Können wir uns am wenigsten darauf einigen, dass Sie mir kurz den Kofferraum zeigen, sich anschneiden und wenn doch keine Drogen sein sollten, dann... Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und da wird sich auch nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Der Kofferraum bleibt auch so, wie er ist. Ob dir das nun passt oder nicht. Bleib doch mal ruhig hier. Na, jetzt halt deine Schnauze, du Oberzicke. Nee. Das Auto bleibt so, wie es ist! Und dann wird sich auch kein bisschen daran ändern! Der Kofferraum bleibt auch so, wie das ist! Dann wird sich auch kein bisschen daran ändern! Tut mir leid, aber mit so einem Psychoboden kann ich keine Verkehrskontrolle machen! Und so hat Hauptkommissar Ronny 4 Jahre Therapie bei Andreas in nur 4 Minuten komplett zerstört. Respekt!